Hallo, ich heiße Tim und dies ist die vierte Folge von Tims Minecraft Adventures. So, willkommen zurück. Wie ihr seht, habe ich jetzt die Farm das erste Mal betätigt und das Ganze hat wirklich gut funktioniert. Wir haben jetzt mit insgesamt 8 Kühen, glaube ich, 14 Steaks und 5 Leder bekommen. Und ich werde dann direkt die Kühe hier oben nochmal, ja, sich vermehren lassen. Nennen wir es so. Dann sollten die Kleinen wieder unten reinfallen. Das sind oben jetzt insgesamt 8 Stück. Und das werde ich erstmal so lassen, damit das, naja, überschaubar ist. Sollten 8 sein, ne? Ja. Das heißt, wir werden bei jedem Schwung 4 kleine Kühe unten drin haben, die dann eben aufwachsen und dann können wir mit diesem Button die Kühe verbrennen, die unten sind und dann hier eben die Steaks rausnehmen. Okay, heute in der Folge werden wir auf jeden Fall das erste Mal die Hölle betreten. Dafür sammle ich mir erstmal ein bisschen Obsidian und dann gucken wir weiter. Ich bin leider gestorben offscreen, weil ich AFK rumstand und dann einfach, ja, mich ein Zombie totgeboxt hat. Das hat mich echt geärgert, weil ich vorhatte, erstmal für den Anfang nicht zu sterben. Aber, naja, das war's dann wohl. Okay, ich habe mich jetzt bewaffnet mit ein bisschen Obsidian und einem Feuerzeug. Ich werde das Portal erstmal ein bisschen abseits bauen und zwar vielleicht einfach hier in die Wand rein, damit ich den Sound nicht die ganze Zeit da hinten hören muss, wenn ich irgendwas Neues baue. Und ja, ich denke, hier ist ein ganz guter Platz dafür. Ich werde das im Nachhinein aber natürlich alles nochmal umbauen, weil ich ja eh irgendwo da ganz hinten meine richtige Base bauen werde. So. Machen wir das einmal hier rein. Zünden es an. Und dann gehen wir das erste Mal zusammen in die Hölle. Ich bin mal gespannt. Vielleicht wird ja am Anfang direkt so ein Nether Fortress sein. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Wir werden es sehen. So, jetzt nicht zu sterben wäre ganz cool. Okay, sehr schön. Ich sehe bisher noch nichts. Ich muss auch auf jeden Fall aufpassen. Ich habe ein paar Pfeile dabei, damit ich mich gegen Ghasts wehren kann. Und da ist schon der erste. Ich werde mir kurz die Koordinaten merken, beziehungsweise screenen. Weil ich habe immer so die Angewohnheit, dass ich in der Hölle einfach weglaufe vom Spawn und dann nicht mehr zurückfinde. Und deswegen schreibe ich mir einfach auf. Beziehungsweise mache mir einen Screen. So, da hinten geht es wohl noch lange weiter. Deswegen werde ich erstmal versuchen, dahin zu gehen. Ich glaube, da werde ich mich durchbuddeln, weil ich möchte auch immer einen Weg haben, um wieder hochzukommen. Machen wir das einfach mal hier. Boah, die Spitzhacke ist echt super cool, vor allem auch in der Hölle, weil die Blöcke dann so instant kaputt gehen. Aber dadurch, dass man dann so viele unnötige Blöcke auch wegschlägt, geht die auch relativ schnell dann kaputt wahrscheinlich. Okay, hallo. Die sollte ich nicht schlagen. Oh, cool. Da ist direkt ein Fortress. Sehr nice. Okay. Gut, dann gehe ich auch direkt mal rein, glaube ich. Um vielleicht direkt ein paar Nether-Dinger. Nether-Wards zu finden. Die Begriffe sind mir echt alle entfallen. Warum auch immer. Da könnte ein Blaze-Spawner sein. Ja, da ist ein Blaze-Spawner. Die möchte ich jetzt nicht unbedingt erwecken. Deswegen laufe ich mal schnell dran vorbei. Hier haben wir ein paar Magma-Cubes. Nehme ich auf jeden Fall mit, aber die haben nichts gedroppt, leider. Obwohl ich ja Looting habe. Aber wenn ich so einen dicken Magma-Cube finde, dann werde ich von dem auf jeden Fall was bekommen. So, ich laufe hier einfach mal durch. Oh, da ist eine Kiste. Okay, mit totalem Crap. Oh, cool.
Hier haben wir Nether Wards. Das ist gut. Ich glaube, ein paar Blazes werde ich trotzdem töten. Allein, um hier so einen Brauchstand machen zu können. Hier ist noch eine Kiste. Oh, cool. Und Nether Ward an sich auch nochmal. Gut, gut. Dann baue ich mir auch mal den Soul Sand ab. Damit ich das Ganze auch wieder anpflanzen kann in der Oberwelt. So. Nehmen wir das alles mal mit. Dann gehe ich zurück. Also komplett durchsuchen werde ich das Ding hier nicht, glaube ich. Obwohl, ja, später wahrscheinlich schon. Hier haben wir auch noch eine Kiste. Ja, mit Satteln immerhin. Das ist ganz gut. Dahin sind Pilze, so wie es aussieht. Okay, ich laufe erstmal zurück. Okay, dann ein paar Blazes. Oh, da ist einer. Ich möchte nicht brennen. Dankeschön. Direkt zwei Stück. Ja, mit Looting ist das natürlich echt super cool. Da bist du. Oh, da sind direkt zwei. Die sind einfach zu langsam für mich. Dankeschön. Schon sechs Stück. Ja, Looting ist nicht schlecht. Echt cool. Das Feuer mal ausmachen. Und ich brenne immer noch nicht. Das ist gut. Gehen wir mal da lang. Vielleicht gibt es da noch was Tolles. Ah ja, ich werde mir dann auch direkt mal... Achso, hier bin ich hergekommen, ne? Ich werde mir auch direkt mal diese Dinge abbauen. Nether Quartz. Weil man daraus ja auch ein paar coole Redstone-Sachen machen kann. Oder auch coole Blöcke. Und ja, da werde ich auf jeden Fall später nochmal zurückkommen. Und ein bisschen mehr davon farmen. Weil wenn man halt so ein größeres Projekt hat, wo man ganz viel Comparator braucht oder so, dann braucht man auch super viele von diesen Nether Quartz Dingern. Und eine Gast hier, sehr schön. Okay, ab geht's wieder nach Hause. Ich habe jetzt einiges gesammelt, und zwar ja ein bisschen was an Nether Quartz. Dann ein paar Blaze Rods noch, eine Gast hier habe ich gefunden, beziehungsweise erfarmt, gelootet. Dann ein bisschen Glowstone und das war's auch schon fast. Okay, außerdem habe ich das eine Achievement bekommen, habt ihr ja gesehen wahrscheinlich, dass man eben den Fireball von einem Ghast zurückschießt. So, jetzt habe ich gar kein Essen mehr, das war echt knapp in der Hölle. Da bin ich out of Kartoffeln gegangen. Jetzt werde ich mir direkt mal die Steaks hiervon nehmen. Und die sofort essen. Ups. So. Guten Hunger. So, ich habe mir jetzt nochmal 10 Obsidian-Blöcke zusammengesammelt und bin jetzt hier in dem neuen Gebiet, wo ich später meine Base aufbauen möchte. Und ich werde jetzt hier auch nochmal ein Höllenportal platzieren und dann in der Hölle einen Weg zum Spawn bauen, damit ich ja ziemlich einfach von hier nach dort hinten komme. Das bedeutet, ich suche mir jetzt hier auch nochmal irgendeinen Fleck, wo ich das Höllenportal erst einmal hinbauen werde. Ich denke mal, dass ich das später... Okay, ich werde es auf jeden Fall später nochmal ändern. Aber fürs Erste nehme ich einfach irgendeine Seitenhöhle hier. Ja, hier ist doch perfekt. Dann bauen wir hier das gleiche Portal nochmal. Dann gehe ich in die Hölle. Wobei, ich sollte mir erstmal die Koordinaten hier auch merken. Dann in die Hölle gehen. Oh nein, die muss ich mal abbauen. Und dann mir da die Koordinaten nochmal angucken und dann gucke ich mal weiter,
Also F3 und F2. Dann gehen wir hier rein. Weil, es ist ja so, falls ihr das nicht kennt, die Koordinaten in der Hölle. Ach, okay, ich bin jetzt... Ja, weil die Portale zu nah aneinander waren, bin ich jetzt im gleichen rausgekommen. Das heißt, wenn ich hier wieder reingehe, sollte ich jetzt am Spawn rauskommen. Aber das ist dann natürlich nur so eine One-Way-Route. Das bedeutet, das bringt mir nicht viel. Das heißt also, ich muss mir auch diese Koordinaten nochmal merken, slash... Nein, ich habe F1 gedrückt, so. Merken, slash screenen. Und die Portale dann wirklich genau an diesen Koordinaten in der Hölle platzieren. Beziehungsweise nicht genau an diesen Koordinaten, sondern muss ich diese Koordinaten nochmal durch 8 nehmen. Damit das mit der Hölle übereinstimmt. Das werde ich jetzt machen und danach gucken wir mal, ob das denn auch so funktioniert. Und es ist schon wieder passiert. Ich bin gestorben. Aber es war so fies, ohne Witz. Ich baue mich da rein, ja. Auf einmal ist an diesem Punkt Lava. Komplett ohne Grund, ja. Wir sind hier auf Höhe 1000. Und da ist einfach ein einziger Block mit Lava. Und in der Hölle verhält sich das Lava ja so wie Wasser. Mehr oder weniger so wie Wasser. In der normalen Welt. Und naja, deswegen ist es halt... bis hierhin hingeflossen. Ich habe versucht rauszukommen. Hatte jetzt aber gar keine Blöcke in der Hotbar. Und bin auch, weil ich total überrascht war, nicht auf die Idee gekommen, mir irgendwie Blöcke zu holen oder sonst was. Und ja, ich bin gestorben. Die Spitzhacke ist zum Glück noch übergeblieben. Das war ja, ja, das ist so ziemlich das Wertvollste, was ich habe momentan. Das Schwert war auch ziemlich gut. Das ist jetzt weg. Der Bogen ist weg. Naja, die Rüstung ist weg, die war aber nicht so wichtig. Den Rest, den ich eben gefarmt habe, habe ich aber in Kisten verstaut. Das bedeutet, der Verlust war jetzt nicht so groß, aber naja, ärgerlich ist das trotzdem. So, genau hier wird das eine Portal stehen, minus 33 und 19. Ich gehe nochmal zurück, da habe ich mir nämlich ein Schild gemacht, wo das Ganze draufsteht. So, 33 und 19, das muss eigentlich minus 33 heißen. Und das andere Portal muss bei 1 und 2 stehen. Minus 1, meine ich. Ja, ich vergesse das Minus mal. Minus 1 und 2. Also minus 33, 19, minus 1, 2. Das werde ich jetzt beides mal mit einem Cobblestone markieren. Mal gucken, ob das jetzt wirklich richtig war. Ja, minus 33, 19. Und dann müssen wir... Oh Mist, wir müssen ein bisschen in die Luft hier gehen. Oder ich baue es eben nach unten hin. Ist halt die Frage, was sich jetzt mehr lohnt. Oder, ja, mal gucken, wenn ich dorthin gehe. Ach ja, mache ich lieber hier. Minus 2, 1 war das, ne? Nehmen wir mal das hier. Minus 2, 1. Okay. Dann werde ich mir jetzt nochmal mit der Spitzhacke, die ich jetzt zum Glück habe, nochmal Obsidian-Blöcke holen. Und, ja, beziehungsweise das hier kann ich abbauen. Das heißt, ich brauche jetzt nur noch 6 Stück. Nee, ich bekomme 12 hier raus. Brauche also noch 8 Stück. Und kann dann versuchen, die Portale zu verbinden. Nein, das ist doch ein Scheiß. Das geht doch alles rein. Geht's nicht. Tch. Also. Verdient, dick verdient. Wäre ein Schlimmer für mich. Was wird's hier? So, ich habe jetzt wieder 20 Obsidian-Blöcke. Werde dann genau hier das erste Portal errichten. Oh, da ist nochmal Quarz. Ja, war direkt falsch. Du kommst nochmal weg. Also, zack, zack. Da kommt nochmal der Block hin. Ups. So, Obsidian, 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 Obsidian. Und so weiter. Dann aktivieren wir das direkt. Und ich könnte es eigentlich mal ausprobieren. Hier sollten wir ja zum Spawn kommen. Und wir sind am Spawn. Sehr gut. Wenn wir hier durchgehen, sollten wir auch wieder genau aus diesem Portal rauskommen. Was jetzt auf jeden Fall so sein wird. Weil noch kein zweites steht.
Dann gehe ich jetzt nach dort und baue ein weiteres Portal. Die Höhe ist zwar nicht komplett egal, aber die wird auf jeden Fall nicht durch 8 geteilt. Die ist also nicht so wichtig. Mal gucken. Minus 2, minus 1. Ja, irgendwo hier machen wir das. Erstmal so. Zack. Und oben noch 2 drauf. Dann sollte ich mir jetzt hier irgendwie einen Weg bauen. Ja, ich baue hier einfach so einen Weg bis nach da hinten. Sonst muss ich immer komplett rumlaufen. Dann machen wir das an und gucken mal, ob das funktioniert. Ah, es wird spannend. Es funktioniert. Okay, ich bin jetzt in meiner neuen Base. Beziehungsweise die zukünftige Base. Dann gehe ich jetzt zurück und ich sollte aus dem gleichen Portal wieder rauskommen. Auch das funktioniert. Okay, perfekt. Dann werde ich jetzt nochmal das Portal ausprobieren, weil es kann ja jetzt sein, dass dadurch, dass das zweite Portal steht, das nicht mehr funktioniert. Sollte aber funktionieren. Wir werden sehen. Bis jetzt funktioniert's. Und nochmal zurück. Es wird spannend. Na? Es funktioniert auch. Okay, perfekt. So, der Weg ist fertig. Ich habe jetzt dort hinten noch so eine kleine Abgrenzung gemacht, damit die bösen Ghasts mich hier nicht treffen. Ich brauche auf jeden Fall wieder einen Bogen, um die auch abwehren zu können. So, jetzt habe ich einen ziemlich schnellen Weg zwischen der alten und der neuen Base. Ich werde später auf jeden Fall, wenn ich mehrere Orte bebaut habe auf dieser Welt, werde ich mir ganz weit oben oder ganz weit unten ein richtiges System aus Netherportalen bauen, damit ich halt zwischen allen möglichen Orten richtig schnell hin und her laufen kann. Da werde ich mir dann auch wahrscheinlich ein Minensystem bauen oder irgendetwas anderes verwenden, zum Beispiel Pferde oder sonst was. Mal sehen. Dann gehen wir jetzt mal wieder hier durch zur momentan noch Base. Dann mache ich mir nämlich jetzt ein paar neue Sachen. Ich habe mir eben Eisen geholt. Ich habe ja keinen Brustpanzer und keinen Helm mehr. So, ich habe die ganze Zeit den Bug, dass ich, wenn ich aus dem Portal rauskomme, noch shifte und somit keine Sachen betätigen kann. So, einmal den Helm und den Brustpanzer. Dann mache ich mir noch ein Schwert. Es wird Nacht, deswegen muss ich mich beeilen. Das hier ist Smite und deswegen möchte ich das auch direkt enchanten. Ich habe ein Level. Das sollte ja reichen. Ach Mist, jetzt habe ich natürlich nein, Lapis vergessen. Und ich habe auch wieder das alte Texture Pack drin. Das ist echt doof mit den ganzen Versionen. 1.7, 1.8. Richtig viele Versionen. 2 Stück. Aber ich müsste halt die ganze Zeit das Texture Pack wechseln. Weil in der 1.7 ist das so, dass die Steve Skins verbuggt sind, wenn ich das Pack für die 1.8 benutze. Und deswegen nehme ich meistens das 1.7er Pack. So, ich kann das aber trotzdem einfach hier reinlegen. Und ach so, okay, das wusste ich immer noch nicht. Man kann also auch Level 1er Enchantments erst mit Level 8 enchanten. Das ist schade, das heißt, ich kann jetzt leider nichts enchanten. Aber du wirst auf jeden Fall sterben! Und anschließend werde ich noch ein bisschen Steak abholen. Und vielleicht sogar, ich habe jetzt kein Weizen. Kann vielleicht kurz was abbauen. Ich brauche nur 8 Stück. 6, 7. Oh nein, ich bin dumm. So, einmal den Knopf drücken. Dann dürft ihr alle sterben. In der Zeit kann ich schon mal nach oben gehen. Und hier mal durchlaufen. So, die sind alle verbrannt und das Fleisch sammelt sich jetzt hier. Sehr gut, okay. Das funktioniert einwandfrei. Hier sind wieder 4 Kühe. Ich weiß nicht, das Einzige... Ah doch, ich krieg so die XPs, wenn ich hier ein bisschen langlaufe. Das funktioniert also auch. Gut, gut. Ja, ein bisschen bleibt hängen. Aber, naja, die Farm habe ich mir nicht gebaut, um XPs zu sammeln. Gut, dann werde ich in der nächsten Folge wahrscheinlich an der neuen Base ein bisschen was rumbasteln. Aber mal sehen. Letzte Woche kam mir leider keine Folge,
weil ich das zeitlich nicht geschafft habe. Und deswegen ist da einmal was ausgefallen. Ich werde auf jeden Fall versuchen, das Ganze hier wöchentlich zu bringen. Wenn es mal nicht klappen sollte, dann tut mir das leid. Aber, naja, ich habe auch gesagt, ich lade das hoch, wenn ich es hochlade und nicht jede Woche. Aber wie gesagt, ich versuche es trotzdem. Dann war es das. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann würde ich mich auf jeden Fall, wie immer, über eine Bewertung freuen. Ja, bisher hat mir das echt super gut gefallen. Die Tims Minecraft Adventures Folgen werden echt super gern angeschaut und auch sehr gut bewertet. Das freut mich echt. Hier habe ich übrigens mit dem Wasser gefailt. Ich wollte mich ins Bett legen, habe dabei aber den Wassereimer in der Hotbar gehabt oder im Dingens-Slot in der Hand. Und dadurch ist hier Wasser platziert worden und das ganze Ding wird geflutet. Das fand ich echt doof, aber naja, ich werde hier eh irgendwann komplett ausziehen. Aber naja, ich finde das schön, dass hier Lava ist und jetzt ist da Obsidian. Naja, gut, das war's. Wie gesagt, ich würde mich über eine Bewertung freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann!